Leute, es ist immer noch Lockdown, aber heute downen wir erstmal Drinks. We've got the vodka. Wir werden in einem Battle gegeneinander antreten und uns gegenseitig die verschiedensten Cocktails mixen. Das sieht schon mal absolut sick aus, muss ja? ich sagen. Ja, okay, das freut mich. Diese werden in den unterschiedlichsten Kategorien bewertet und am Ende wird die Person mit den meisten Punkten gewinnen. Ah, da kann ich direkt mal bei Aussehen 5 ankreuzen. It's me. Hey, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video. Ich bin Carla Wetter hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Es ist Wochenende und Wochenende bedeutet, es ist Samstag. Saufen! Wir werden das Ganze mit Stil machen, mit ein bisschen classical things, ein bisschen klassische Musik, bitte. Achso. Dankeschön, das hört sich doch schon mal viel besser an. Wir werden Cocktails-Kredenzen kreieren und uns einander geben. Baby, gib ihn. Und die trinken und bewerten. Baby, gib ihn. Ich habe etwas richtig Geiles vorbereitet. Und zwar habe ich meiner Kreativität freien Lauf gelassen und habe Cocktail-Tasting-Bewertungssheets erstellt. Maurice wird einen Cocktail machen, ich werde einen Cocktail... Nee, wir beide werden zwei Cocktails jeweils machen. Drei. Ich werde Maurice Cocktail bewerten in verschiedenen Kategorien und andersrum genauso. Und die Person mit der Endpunktzahl, die am höchsten ist, gewinnt. Wir brauchen eigentlich so einen Cocktail-Shaker. Wisst ihr, wenn jetzt haben wir keinen? Wenn die Läden geöffnet hätten. Haben wir keinen? Wenn die Läden geöffnet hätten. Haben wir keinen? Oh Mann, ey, Maurice, ja. Kannst du mir einfach die Fragen beantworten? Nein, natürlich haben wir keinen, sonst würde ich das doch nicht sagen, oder? Ey, wenn die Läden geöffnet hätten, dann würde ich jetzt direkt einen so einen Cocktail-Shaker holen, aber wir haben leider keinen. Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Das Ding ist, ich muss Kim wirklich richtig überzeugen, weil sonst wird sie mich nicht fair bewerten. Ich werde auf jeden Fall jetzt zu Rewe gehen und ich habe mir rausgesucht einmal ein Solero-Cocktail. Das ist so ein Eis eigentlich und ich glaube, Maurice mag das und ich mache da so ein Cocktail drauf und ich glaube, das wird übergeil schmecken. Ich habe ein Cocktail, das ist so ein Raspberry Mojito. Da weiß ich, dass Kim den auf jeden Fall gerne mag. Und ich werde einmal diesen Cocktail hier machen mit Captain Morgan und ich fand, der sah einfach fancy aus. Ich weiß nicht, wie der schmecken wird, deswegen wir probieren das aus. Aber das Auge isst und trinkt mit. Und den anderen, da habe ich noch keinen Namen für, so Orangentraummäßig. Ich versuche halt sowas mit Wodka, Vanilleeis, Orangensaft, vielleicht Maracuja-Saft, sowas in die Richtung. Ich weiß noch nicht, ob das schmecken wird. Ich werde volles Risiko gehen. Ich hoffe, der sieht dann auch lecker aus. Und ich hoffe, damit kann ich Kim dann voll umhauen. Wenigstens bekommt man hier ein bisschen Urlaubsfeeling. Ich glaube, ich hole mir bald ein Strandhandtuch, streue hier ein bisschen Sand hin und mache hier Urlaub, ey. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ich hoffe, Kim guckt das dann bei mir nicht ab, ist dieser Zuckerrand, weil das sieht immer übel geil aus. Und ich versuche noch so Cocktailschirmchen zu bekommen und vielleicht diese, ja, keine Ahnung, wie die heißen, diese Holzdinger, die oben so ähnlich aussehen wie eine Palme. Gut, dass es noch so viele Früchte gibt, ja, also wirklich, was ein Glück. Freunde, ich überlege gerade, ob ich einen leckeren Cocktail mache und einen einfach so mit Ingwer-Shots und so einen richtig ekligen, damit sich Kim ärgert. Aber das Ding ist, sie sieht ja, wenn ich den mache und dann wird sie den nicht trinken und dann habe ich einen Punkt verloren, deswegen ist das vielleicht doch nicht so ein guter Plan. Okay, eine essentielle Sache unseres Cocktails werden auf jeden Fall diese wiederverwendbaren Trinkhelme sein. Save the Turtles, you know what it is. Und die sehen richtig geil aus, die sind so holo. Und da ist noch so ein Pfeifenreiniger dabei. Damit habe ich früher mal meine Blockflöte sauber gemacht, nachdem ich so richtig reingesabbert habe. Geil! Also bei mir sieht es bisher so aus. Ich hoffe, Kim vergisst Eis. Aber ich glaube nicht. Und jetzt kommt die Hauptzutat. Wir brauchen Wodka. Ganz viel Wodka. Also ich muss echt sagen, diese Säfte sehen echt geil aus. Die nehme ich. Okay, das sind die wichtigsten Zutaten, diese Zuckersirup-Dinger. Oh, damn, ich glaube, das gefällt Maurice richtig, weil das ist sugar-free und ist hoffentlich trotzdem süß. Ist sugar-free gut? Ich glaube, wir nehmen das mit 300 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Ey, Karamell. Ich bin echt mal gespannt, was Kim mir für einen Cocktail macht. Insgeheim wünsche ich mir, dass sie mir einen Mojito macht, weil das wirklich mein Lieblingscocktail ist. Okay, perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall noch Gingerbier. Ich meine, oh ja, ey, das ist so nice. Dieses Gingerbier liebt Maurice. Er hat das immer in Australien. Guck mal, da ist sogar so ein Känguru. Oh mein Gott, das fängt an zu hüpfen. Spaß. Das hat er immer in Australien getrunken und er fand es unnormal geil. Deswegen ist das schon mal die perfekte Zutat. Na toll, bis auf diese blöden Fahnenpiker gibt es keine Deko für Cocktails. Okay, ich suche gerade noch dieses Solero-Eis, aber irgendwie, entweder ich bin dumm oder ich bin dumm oder ich bin blöd, aber irgendwie finde ich das nicht. Ach so, das heißt jetzt Fruit Surfer. Ich sage ja zu ja. Mir sind gerade Wunderkerzen eingefallen. Ich brauche auf jeden Fall Wunderkerzen. Ganz ehrlich, Leute, ich bin kurz davor, mein ganzes Konzept umzuwerfen und einfach diese Dinger zu holen. Das hat so eine geile Farbe. Blau wäre eigentlich auch ziemlich geil. Aber okay, wir mixen das Ganze selber. Okay, Rossmann hatte auch keine Cocktail-Deko. Ich weiß echt nicht, wo ich das jetzt herbekommen soll. Falls wir irgendwann mal wieder ein Postfach haben, ja, schickt mir allerdings Pombeeren. Aber in grün, das sind meine Lieblingschips. Oh mein Gott, ich würde, glaube ich, sehr vieles für die tun. Also auf jeden Fall ein Postfach einrichten. Ich bin extra in diesen Laden hinter mir gegangen, habe nachgefragt, so voll meinen ganzen Mut zusammengenommen und so nachgefragt, ob die Cocktail-Deko haben. Aber die machen leider keine Cocktails, Alter. Er hatte nur schwarze Strohhalme. Okay, ich habe alles, was ich brauche und sogar noch mehr. Und ja. Oh, Dings. Batman's Jay.
Ich hatte gerade Fangirl-Moment, weil ich gerade dachte, da wird Batman's Jay. Ich bin gespannt, wie viel ich bezahlen muss. Ich glaube, davor trinke ich lieber einen diesen Wodka-Dings, damit ich darauf klarkomme. Verhalten wir uns wie zivilisierte Menschen. 32 Euro kostet der ganze Spaß, Alter. Okay, egal. Dafür wird es hoffentlich wirklich spaßig und ein bisschen lecker. Ey, ihr wisst nicht, was abgeht. Ich empfange die ganze Zeit Signale von einer anderen Welt. Und ich glaube, ich werde gleich von Aliens eingesammelt. Meine Haare wirklich. Alkohol kann nicht gefrieren. Aber ich glaube, der Alkohol ist eingefroren, weil es so arschkalt ist. Hilfe. Na, bist du auch endlich mal da? Ey, ich bin das hat aber lange gedauert. Ich glaube, mein Knie ist draußen und eben, es war so windig, ne? Meine Hosenbeine, weißt du, was die gemacht? Okay, wir machen Ching Chong Chong, wer den ersten Cocktail macht. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Okay, dann muss ich anfangen mit meinem ersten Cocktail. Okay, dann kannst du dich erstmal da hinten reingesetzt. Klimatisieren, ich brauche erstmal ein Sauerstoffzelt, so wie meine Mutter sagen würde. Das kann lustig werden. Okay, ich mache den auch so halb Freestyle. Ich hoffe, das wird was. Ich hätte einfach diesen Sirup nehmen können, aber den habe ich nicht gefunden, deswegen mache ich es jetzt so. Wow, das sieht schon mal richtig nice aus. Auf der Kamera gar nicht so, da sieht es ein bisschen heller aus. Aber es sieht richtig geil aus. Ich muss nur die Dinger da irgendwie rauskriegen. Na, das klappt ja schon mal super. Kleiner Special Trick, ich hoffe, das klappt. Das sieht irgendwie nicht so geil aus. Okay, das sieht doch schon mal sick aus. So, dann noch der Alkohol. Ich habe hier mal ein bisschen mehr reingemacht. Okay, das könnte cool werden. Okay, Freunde, ich bin fertig. Also, ich zeige euch jetzt meinen Cocktail, den ersten. Das ist er. Also, er sieht nicht schlecht aus, finde ich. Also, ist vielleicht auch nicht der aller schönste. Es gibt wahrscheinlich noch schönere, aber er sieht nicht schlecht aus. Und ich hoffe, ich kann im Geschmack überzeugen. Kim! Ja? Du kannst kommen. That looks amazing. Das sieht schon mal absolut sick aus, muss ich sagen. Ja, okay, das freut mich. Und wenn ich sowas bekommen würde, würde ich direkt denken, krass, okay. Also, der Name ist Raspberini. Raspberini? Mhm. Soll ich probieren direkt? Du darfst probieren. Das ist nicht so süß, ne? Ich hab's extra nicht zu süß gemacht. Okay, ja, ich stehe schon eher auf süß, muss ich sagen. Kim, Alter, mach's nicht kaputt. Ich höre, hätte ich's zu süß gemacht, hättest du gesagt zu süß. Deswegen habe ich's extra nicht so todessüß gemacht. Also ich muss sagen, Aussehen, auf jeden Fall 4 Punkte. Dankeschön. Farbe, auf jeden Fall 5 Punkte. Ich liebe die Farbe. Dankeschön. Ich muss sagen, der Name... Raspberini ist doch süß. Ja, eine 3. Was? Hä? Ich fand, das war voll der gute Name. Und Geschmack, muss ich sagen, auch eine 3. Also ich muss wirklich sagen, für Raspberini den Namen eine 3 Punkte zu geben, ist echt frech. Dann drückst du echt meinen Cocktail runter. Raspberini... Ich unterdrücke dich jetzt! Schreib mir in die Kommentare, ob Raspberini... Lackschuh, guck mal diese Frisur, Junge, gut. ...nicht ein geiler Name für einen Cocktail ist. Okay, ich bin dran. Los, ich hab Bock. Das sind die Zutaten. Also ich finde, es sieht an sich schon richtig geil aus. Und es wird halt so Orange, Vanille, lecker. Aber hauptsächlich Maracuja. Da spiegeln sich die Säfte nämlich auch im Eis direkt wieder. Orange, Maracuja, was will man mehr? Und natürlich nicht zu vergessen, we've got the vodka. Okay, wir haben ja irgendwie keinen Cocktail-Shaker, aber dafür nehme ich jetzt einfach das, wo es das Crushed Eis. Nennt mich Kim the Brain, ja? Hier an diesen Gläsern sind so kleine Markierungen. Da steht 2 cl und 4 cl. Das bedeutet, ich kann einfach damit abmessen. Okay, 2 cl Vanillesirup. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für den Geschmack, weil dann schmeckt es erst nach diesem Vanilleeis. 4 cl Wodka, ne? Das muss ich auch ordentlich was rein, ja? Okay, das ist eigentlich schon der fertige Cocktail, aber jetzt müssen wir das Ganze noch shaken! Wirklich schweißtreibend. Was geht denn ab? Jetzt ist der Schimmel da irgendwo mit drin. Ja, da schwimmt der Schimmel. Jetzt muss ich... Sorry, Maurice, aber das ist echt eklig. Egal, wir lassen es so. Ich muss sagen, das schmilzt halt echt schon. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich glaube, ich stelle es einfach so rein. Oh ja, sick, 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 sick. Das ist der fertige Cocktail. Ich habe oben noch ein bisschen Eis dran gemacht und diese Zitrone. Und also ich finde, der sieht super... Hä? Ich finde, der sieht super sick aus. Das ist der fertige Cocktail. Dort ist Maurice. Wow. Was? Wow. Der sieht ja cool aus. Cool, ich hatte auch leider auch so eine ähnliche Idee. Leider. Aber okay, du warst zuerst dran. Weil Maurice so spät kam, läuft es da ein bisschen runter, aber... Ist nicht schlimm. Ich habe nicht vorher probiert, ne? Heftig. Ehrlich? Ja, der schmeckt richtig gut. Schmeckt wie das Eis. Also ich weiß nicht, ob es vom Eis abgefärbt ist, aber der schmeckt richtig, richtig gut. Nee, ich hab den Geschmack imitiert vom Eis. Also wie ist der Name? Dream de Sol. Weil Solero und Café del Sol, da haben wir gute Erinnerungen dran und so, nee, und Sonne. Beim Namen 3 Punkte. Hä, du bist so fies, ne? Beim Aussehen gebe ich 4 Punkte. Bei der Farbe, die Farbe fand ich nicht... Ein bisschen wässrig sieht er aus. Ich gebe bei der Farbe 3 Punkte und beim Geschmack gebe ich volle 5 Punkte, weil er echt unnormal lecker ist. Also, geil. Das ist echt
So. Ich will auch probieren. Der schmeckt wie das Eis. Geil. Ist da Alkohol drin? Ja. 4CL nice. Wodka. Und nochmal lecker. Also den Cocktail, den Kim gerade gemacht hat, das ist fast 1:1 der, den ich auch machen wollte. Also auch mit Orangensaft und Maracuja-Saft. Also ich werde meinen trotzdem noch machen. Den vom Geschmack her zu übertreffen wird echt schwierig, aber ich kann beim Aussehen noch ein bisschen was rausholen. Ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall noch punkten kann. So, also ich habe hier Orange, dann diese komische Frucht hier. Die habe ich auch schon mal da reingetan. Da kommt jetzt Eis mit rein und die Säfte. Ja, ich glaube, der wird halt ziemlich ähnlich zu Kim schmecken, aber mal gucken. Also diesmal gibt es wieder einen Zuckerrand und oh mein Gott, sieht der geil aus. Okay, Freunde, er ist auf jeden Fall genauso geworden, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Oben noch eine Rose drauf. Also der sieht schon wirklich extrem schön aus, finde ich. Ready to rock! Damn, das sieht krank aus. Also das mit diesem Schaum, alter Schwede. Die Maracuja, die Rose. Ah, da kann ich direkt mal bei Aussehen 5 ankreuzen. Und ich muss sagen, die Farbkombination auch direkt mal eine 5. Dankeschön, da habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben. Ey, das sieht richtig geil aus, Mann. Wie heißt der? Orangentraum. Ja. Ich hab Dream of the Essen. Ich schwöre, ich hatte den Namen schon vorher. Probier doch erstmal, der Name ist Programm. Darf ich? Ja. Ja, ich gebe Namen 3 Punkte. Ich muss sagen, dem Geschmack gebe ich eine 4. Aber 4 ist sehr, sehr gut. Also zieh Punkte ab, wo du Punkte abziehen willst, aber okay. Der allerletzte Cocktail an diesem Abend heute. Ich hoffe, es wird mir richtig schmecken. Also ich glaube, mir wird es nicht so schmecken. Deswegen bin ich gespannt, ob wir auch diese Farbe erreichen damit. Aber ich kann die Mengenverhältnisse halt immer noch nicht lesen. Ich mache einfach 4CL davon rein. Dann knallt der auch ein bisschen, ne? Ach, 5 sind auch nicht so schlimm. Ich muss sagen, da mussten 1,5 OZ Captain Morgan rein, ne? Das habe ich gemacht. Und jetzt sollen hiervon, von diesem hier, 5 OZ rein. Das ist unnormal viel. Hey, nicht, dass ich jetzt verkacke, nur weil ich die Dingsmengen nicht richtig abschätzen kann. Als ob, Alter. Ich habe da jetzt fast die halbe Flasche drin gemacht. Ich glaube, das ist falsch. Jetzt halt auch noch der Saft von einer ganzen Limette. Jetzt sind die Kerne auch noch reingefallen, ey. Ich muss sagen, bisher sieht es echt scheiße aus. Okay, okay. Hey, das sieht einfach gar nicht so aus wie auf dem Bild. Was ist das denn? Also, Freunde, ich weiß nicht. Also, er sieht geil aus so, ne? Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der schmeckt. Und der sieht halt null so aus wie auf dem Bild, Mann. Okay, Maurice, you can come to the last cocktail you have. An sich ganz nice aus, außer dass er voll übergelaufen ist. Aber finde ich ganz cool. Dann lass mal den Geschmack hier was sagen. Den finde ich nicht so lecker. Oh Mann, hey, der ist überhaupt nicht so geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Was ist das? Das ist voll der komische Geschmack. Ich kann gar nicht. Soll das süß sein? Hast du da so eine Brausetablette rein? Nein, da ist Gingerbier mit drin. Also probier mal selber, nicht, dass ich hier scheißen darf, aber... schon eklig, ne? Also aus Respekt gebe ich dir 2 Punkte, ich werde eigentlich 1 geben. Okay. Also Geschmack gebe ich dir 2 Punkte. Farbe gebe ich dir, ja, die Farbe ist ganz cool. Die sollte auch ganz anders sein, Alter. Ja, 4 Punkte. Aussehen. Ja, wenn ich es mit den anderen vergleiche, finde ich eigentlich 4 Punkte ein bisschen übertrieben. Du hast halt nur eine Limette und eine Erdbeere reingemacht. Muss ich leider 3 Punkte geben. Wir hatten. Und der Name, wie ist der? Asshole. Ja, ich hab einen vergessen, aber jetzt so wie er schmeckt, Alter. Gut, für den Namen gebe ich fairerweise auch mal 3 Punkte. Okay, wir rechnen die Punkte zusammen und dann schauen wir, wer Cocktailmeister geworden ist. Hier sieht schon wieder aus, ey. Ey, Mann, Maurice, du machst das alles sauber. Nee, ja. Der Verlierer, okay? Also, ich habe mal mein ganzes Team zusammengerufen. Das sind Mathematiker, das sind Mathe, Asses, Genies, alle beisammen. Und wir haben einen klaren Sieger. Und falls ihr da draußen auch schon mitgerechnet habt, wisst ihr schon Bescheid. Falls nicht, kommt jetzt die Big Surprise. Und der Gewinner ist Maurice. Yeah. Das kann doch nicht wahr sein! Cocktail! Stimmt, ich kann nicht Cocktails machen, ich kann sie nur trinken. Alles gut, ich habe gar nichts gesagt. Schreibt ihr in die Kommentare, wer für euch gewonnen hat. Oder schreibt euren Lieblingscocktail lieber in die Kommentare. Oder das so. Finde ich interessanter, weil ihr wisst ja nicht, wie es schmeckt. Maurice räumt jetzt auf und das der war's. Verlierer räumt auf. Ja, bekomme ich noch eine Bestrafung? Du kannst sie aufräumen, das ist die Bestrafung. Wow. Also kein Face-Tattoo? Nein. Danke. Yeah.